Willkommen zum Vortrag der Professorinnen und Professorenkatalog der Universität Bamberg von Margret Poussat und Florian Gantner. Ich bin vor Jahren angesprochen worden, wir brauchen ein Verzeichnis aller Professorinnen und Professoren, die die Jahrhunderte hinweg an unserer Hochschule waren. Kann man das mit eSpace machen? Wir haben es intensiv angeschaut, waren der Meinung, ja, das geht. Und am Schluss ist aus verschiedenen Gründen dann doch eine andere Lösung gewählt worden, war damals auch gut begründet und vollkommen berechtigt. Ich habe aber immer wieder das im Hinterkopf gehabt und habe mich gefreut, als die Anmeldung, die Ankündigung dieses Vortrags reinkam, dass das umgesetzt worden ist in der Universität Bamberg. Ich würde gar nicht keine weiteren Worte verlieren, sondern sagen, herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt darauf, was Sie uns zu berichten haben. Ja, vielen Dank. Das freut uns sehr. Das war für mich jetzt auch eine neue Info, dass das zu Beginn schon mal geplant war. Bin ich sehr gespannt, da mehr zu hören. Erstmal herzlichen Dank, dass wir unser Produkt hier vorstellen können. Mein Name ist Margret Prussert. Ich bin die Leitung des Universitätsarchivs und Florian Gantner und ich werden Ihnen halt quasi unser Bamberger Modell des Professoren- und Professorenkatalogs vorstellen. Das ist eine Anwendung, die einen engen Bezug und auch eine direkte Verbindung zum FIS der Universität aufweist. Und Sie sehen hier den aktuellen Stand unserer Startseite in diesem Katalog. Zum Ablauf unseres Vortrags. Zunächst werde ich kurz was sagen zur Entstehung, zur Konzeption und zu den Zielen des Katalogs, bevor Florian Gantner dann näher auf die technische Umsetzung im dSpace CRIS eingehen wird. Ja, was ist so ein Katalog überhaupt? Es ist ein biografisches Verzeichnis des akademischen Lehrpersonals bei uns seit dem 17. Jahrhundert. Insbesondere werden natürlich, wie der Name schon sagt, Professorinnen und Professoren verzeichnet. Zusätzlich nehmen wir aber auch weitere wichtige Persönlichkeiten auf, beispielsweise die Kanzlerin und die Kanzler oder auch externes Lehrpersonal. Damit ist so ein Katalog quasi ein Who is Who der Universität in historischer Perspektive, was natürlich auch zu besonderen Herausforderungen dann führt. Diese Kataloge haben eine lange Tradition und sind ursprünglich natürlich meist in gedruckter Form erschienen. Seit etwa 2000 entstanden die ersten Online-Kataloge im deutschsprachigen Raum. Die ersten waren nach meiner Kenntnis Leipzig und Rostock, die seit 2006 online verfügbar sind. In Bamberg gab es bisher keinen gedruckten Katalog, den wir dann ins Digitale überführen konnten, sondern wir haben halt direkt mit der Konzeption einer Datenbank begonnen. Das hatten wir 2013 mit Unterstützung der Unileitung begonnen. Das Ziel war, dass wir natürlich auch Daten gleich für diverse Abfragen und Auswertungsmöglichkeiten durch die Nutzenden selbst bereitstellen wollten. Bei der Planung haben wir uns natürlich an die bereits existierenden Kataloge dann gewandt. Das waren damals eben vor allem Leipzig und Rostock und kurz danach kam Kiel irgendwie auch dazu. Verantwortlich für die Konzeption und Datenerfassung bei uns ist das Universitätsarchiv als stetige Einrichtung und es ist zugleich eben auch die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zur Geschichte der Uni. In der Aufbauphase hatten uns damals die Geschichtswissenschaften und auch die angewandte Informatik der Universität beraten. Und wir freuen uns, dass dann jetzt die technische Umsetzung im dSpace CRIS durch das Rechenzentrum der Universität geleistet wird. Ich zeige Ihnen hier anhand des Mediziners Andreas Röschlaub einfach mal, wie solche Datensätze aussehen können. Wir erfassen natürlich zentrale biografische Daten. Namensvarianten sind bei uns in historischer Perspektive auch interessant. Soweit wir bekommen, nehmen wir natürlich gerne Abbildungen auf. Es werden Informationen zur Ausbildung, Studium und Qualifikation erfasst, zur akademischen und auch außerakademischen Karriere, zu wichtigen Ämtern, Ehrungen und Auszeichnungen und auch persönliche Netzwerke und familiäre Beziehungen werden teilweise aufgenommen. Da werden jetzt einige zusammenzucken, wenn man über familiäre Beziehungen redet, aber wir befinden uns im Moment ja noch in der historischen Phase und da sind das einfach sehr interessante Aspekte, die aufgenommen werden. Ja, warum ist so ein Katalog überhaupt wichtig für eine Uni? Reicht es nicht, wenn man Wikipedia hat? Für uns erfüllt dieser Katalog in seiner Gesamtheit eine wichtige Funktion für die Identitätsbildung der Universität. Universitäten sind ja in erster Linie Personenverbände, bestehend aus den Lehrenden und Forschenden und den Studierenden. Und wir wissen im Archiv, dass der größte Teil der Anfragen, die wir erhalten, sich tatsächlich auf Personen bezieht. Damit soll dieser Katalog für die wissenschaftliche Forschung und natürlich für interne und externe Anfragen ein wichtiges Rechercheinstrument sein. Er liefert Rohdaten für die Wissenschafts- und Bildungsgeschichte und zeigt eben gleichzeitig auch interessante akademische Netzwerke auf. Unser Ziel ist es, mit diesem Katalog eine verlässliche Informationsquelle zu werden für diesen Zeitabschnitt, den die Personen eben an der Universität bei uns gelehrt haben.
Das sollen wir dadurch erreichen, dass wir die Informationen aus authentischen Quellen des Uni-Archivs beziehen. Dazu gehören dann in erster Linie die Personalakten, die Berufungsakten, Unterlagen zur Lehre und Forschung, Sitzungsprotokolle aus Gremien und so weiter. Ja, einige Stichworte zur Konzeption des Katalogs. Wir verwenden das Datenmodell, das in Leipzig entwickelt wurde, die Ontologie Catalogus Professorum Modell. Unser Ziel war es ja, weitgehend vergleichbare Kataloge anzubieten über die Universitäten hinweg, damit man eben akademische Karrieren auch über die Einrichtung hinweg nachvollziehbar machen kann. Denn das akademische Personal, Lehrpersonal zeichnet sich ja durch eine wirklich sehr hohe Mobilität aus. Wir verwenden wichtige Normdaten. Herr Becker hatte die GND auch gerade erwähnt. Wenn die GND für Personen, Körperschaften und künftig auch für Orte und sind damit eben auch vernetzbar. Der aktuelle Stand ist, dass wir die Daten bis ca. 1958 erfasst haben. Es ist noch nicht alles online. Es muss noch einiges nachgearbeitet werden. Es gibt natürlich immer auch Datenschutzgründe, wann welche Daten online gestellt werden. Und dieser Katalog wird sukzessive natürlich fortgeschrieben werden. Was ist jetzt unser Bamberger Modell, wie wir es nennen? Wir wollen quasi tatsächlich eine Verbindung schaffen zwischen dem Professorenkatalog und dem FIS, um eben einen großen Teil der Daten aus dem FIS übernehmen zu können. Unser Katalog wurde in Bamberg zunächst in der Software OntoWiki angelegt und es sollten über geeignete Schnittstellen dann der Datenaustausch mit dem damals ebenfalls im Aufbau befindlichen FIS geregelt werden. Wir wollten dadurch eine effiziente und nachhaltige Form der permanenten Aktualisierung des ProfCats erreichen, da ja zum großen Teil wirklich ähnliche oder auch die gleichen Daten in beiden Systemen erfasst werden und wir uns dadurch viel händische Einzelarbeit, Einzelerfassung der biografischen Daten ersparen wollten. Dieses Konzept bestand also zunächst systemunabhängig. Der Prof-Katalog sollte damit das FIS beerben und in gewisser Hinsicht auch für eine Archivierung der Daten aus dem FIS sorgen. Dabei haben wir eine klare Aufteilung der Datenbestände vor Augen. Wir wollen ja keine Doppelung der Daten führen in beiden Systemen. Also alle Personen, die aktiv sind, lehren, die lebend sind, die quasi ansprechbar sind, werden nur im FIS geführt. Wenn die Personen verstorben sind und teilweise auch, wenn sie ausgeschieden sind, werden alle Daten oder Teile der Daten dann in den Professorenkatalog transferiert. Eine Ausnahme bilden natürlich Publikationen, die werden weiterhin im FIS recherchierbar bleiben und damit auch reduzierte Personendatensätze, auf die wir dann wiederum verlinken werden. Dann wurde ein großer Meilenstein erreicht, als die Entscheidung fiel, dass wir den Professorenkatalog ebenfalls im DSpace CRIS umsetzen, um damit halt eben auch einen Systemwechsel zu vermeiden. Und zu diesem Bereich wird nun Florian Gantner weiter berichten. Ja, das Rechenzentrum ist für die technische Betreuung des Professorenkatalogs zuständig. Aktuell basiert unsere Instanz auf DSpace CRIS 5.10 mit der JSPUI-Oberfläche. Da wir in der Anwendung einen Archivkontext haben, kann man uns auch zu den DSpace-GLAM-Instanzen einordnen. Deshalb nutzen wir kaum die üblichen publikationszentrierten Funktionen von DSpace. Beispielsweise müssen sich tote Personen nicht über ihre ORCID einloggen und eine DOI-Registrierung ist ebenfalls nicht nötig. Auch nutzen wir keine der GLAM-Features wie etwa den IIIF-Viewer, da wir zunächst keine Digitalisate wie Bücher oder Dokumente bereitstellen. Am ehesten sind wir mit Instanzen vergleichbar, welche Bestandteile der XIDOC-Ontologie implementieren. Für unser verwendetes Datenmodell nach dem erwähnten Professorenkatalogmodell verwenden wir für die weiteren Entitäten Family, Person und Place quasi Second-Level Research Objects mit jeweils eigenen Properties. Die Events zu Personen, also die Ereignisse, die existieren bei uns nicht allein als eigene Entität. Stattdessen sind das Nested-Entitäten der jeweiligen Person angehängt. Als interner Vorgänger betrieben wir zuvor die LOD-Anwendung OntoWiki. Zunächst war daher eine Datenmigration von RDF-Drippeln zu DSpace-Entitäten nötig. Beim Mapping hat uns Forescience mit einem nicht generischen Verfahren unterstützt. Anschließend war eine manuelle Nachkontrolle zur Normalisierung der Daten und Identifizierung der Problemfälle nötig. So bereiteten etwa Personen mit gleichen Namen Probleme, entsprechende URIs, die nach der Umbenennung einer Person nicht mehr stimmten, oder auch eine Versionierung von RDF-Drippeln, die zu Doppelteinträgen führten. Wie auch bei unserem FIS, Sie hierzu den Vortrag vom Anwendertreffen 2019, wurden viele Entwicklungen angepasst, etwa an das Corporate Design der Universität.
Da wir nur Administratoren als Nutzer haben, zeigen wir im MyTSTest-Bereich unter anderem unsichtbare und kürzlich angelegte Entitäten sowie die Nachrichtenadministration an. Daneben stellt eine Weiterentwicklung des RDF-Moduls auf EGRIS-Objekte eine Content-Negotiation bereit. Von den Erfahrungen durch unser FIS profitieren wir durch eine ähnlich aufgebaute Infrastruktur, wäre die Wartung vereinfacht. Nun zu einigen Features. Die Realisierung unseres vorgestellten Bamberg-Modells zum Zusammenspiel zwischen FIS und Professorenkatalog gestaltet sich folgendermaßen. Bitte eine Folie zurück, Frau Brüssert. Eine inaktive Person im FIS wird über die Submission anhand der GRIS-ID als Autoritätswert importiert. Dabei wird unsere interne oder Ether-REST-API genutzt, welche etwa den Lebenslauf und weitere Kerndaten überträgt. Das FIS wiederum fragt regelmäßig die OData-Schnittstelle des Professorenkatalogs nach Einträgen mit einer FIS-ID ab. Für diese Researcher-Pages wird dann eine andere Anzeigestrategie mit Verlinkung auf den Professorenkatalog angezeigt, wie auf der Grafik dargestellt. Ein weiterer Teil unserer Vernetzungsstrategie ist die Bereitstellung einer Beacon-Datei. Das Beacon-Format an sich eigentlich noch im Entwurfsstadium, dient dem Austausch von Links anhand von persistenten Identifiern. Es wird unter anderem von anderen Professorenkatalogen eingesetzt. Damit bieten wir anderen Diensten eine Übersicht darüber, welche Einträge es bei uns mit einer GND gibt. Wir nutzen die bereitgestellten Beacon-Dateien anderer Dienste, um bei uns eine Box mit Links zu anderen Seiten zu füllen. Dazu harvestet ein interner CO-Service ausgewählte Quellen und liefert anhand des GND-Identifikators Links zu den anderen Quellen zurück. Diese Links drücken eine CO-Beziehung zu einer anderen Ressource aus, weshalb wir dies direkt im HTML-Markup als RDFA auszeichnen. Probleme, die dabei auftraten. Bleiben noch 3 Minuten. Die Beacon-Sache ist. Entschuldigung, ich bleibe noch dran. Die Beacon-Sache ist bisher noch nicht über einen Entwurf hinausgekommen. Existierende Software-Implementierungen verarbeiten wegen non-konformen Header-Zahlen nicht alle Quellen und die Dateien werden nicht wie angegeben regelmäßig aktualisiert. Nach diesem Überblick über die bisherigen Vernetzungsstrategien des Professorenkatalogs gebe ich noch einen kurzen Teaser auf Funktionen in der Umsetzung. Auf einer Merkliste kann ein Nutzer sich Entitäten bookmarken. Als Grundlage dient die JSON-LD-Repräsentation der Objekte für die Suchmaschinen. Der Professorenkatalog kennt kein Login-System für normale Nutzer. Deshalb ist angedacht, dass man die Daten im Local Storage des Browsers speichern. Angedacht sind hier auch noch Gruppenoperationen auf GRIS-Objekte, etwa der Export in einen gemeinsamen RDF-Graphen. Ebenso in Arbeit ist eine druckerfreundliche PDF-Ansicht von GRIS-Objekten. Vom Konzept her zeigt diese alles auf einer Seite an, unter Beibehaltung der Boxenkonfiguration und der Messages zur Internationalisierung. Eine unserer nächsten Aufgaben ist es, nach den Personen auch Orte und Körperschaften mit GND-Identifikatoren zu bereichern. Bei Orten holen wir uns dann aus der GND die WKT-Geo-Koordinaten ab. Eine Box ermöglicht es uns dann, über die Längen- und Breitengraden hinaus diese Angaben händisch zu bearbeiten und anzuzeigen. Eine Spezialanpassung ist anschließend die kartografische Visualisierung von Events einer Person. Dazu werden die Events zu direkt oder indirekt in Beziehung stehenden Orten angezeigt. Damit sind wir am Ende unseres kurzen Vortrags angekommen und offen für Fragen und Diskussionen. Und wir sind auch noch in der Zeit, wenn ich das richtig sehe. Vielen Dank. Wir haben hier einen kleinen Puffer, den ihr genutzt habt, aber auch nutzen konntet. Gibt es Fragen? Es gibt einen Kommentar im Chat. Danke für die sehr interessante Darstellung. Es wird, wie ich finde, sehr gut deutlich, dass sich in den noch vor kurzem eher getrennten Bereichen FIS, Archiv und Bibliothek Forschungskompetenz, Darstellung, Output-Nachweise immer mehr Darstellungsbedarfe überlappen und neu verknüpft werden. Wir geben sonst noch mal einen kurzen Moment für weitere Fragen. Fragen können ja nur schriftlich eingegeben werden und das dauert dann natürlich immer, bis die getippt sind. Falls nichts reinkommt, würde mir eine Frage in die Gegenseite einstellen. Gibt es denn an anderen Unis unter deren Zuhörerschaft vielleicht ähnliche Ideen, sowas umzusetzen? Das würde mich interessieren.
Aber natürlich, ich will dann keine Frage ablocken, die jetzt rein. Also ich weiß, dass an der TU Berlin es einen Professorenkatalog gibt, der am Schluss als eigene PHP-Entwicklung umgesetzt worden ist. Da war, wie gesagt, eine Überlegung, auch mit DSpace was zu machen. Ich weiß, dass es im Norden, nördlich von Berlin noch, gab es auf jeden Fall auch die Personenkataloge, die in Repositorien umgesetzt worden sind, allerdings nicht in DSpace. Ich glaube, so im Bereich, stehe ich gerade auf dem Schlauch mit dem Namen der Software, deutsche Repositorien-Software auch auf jeden Fall. Da gibt es Kataloge, das weiß ich. Im DSpace-Umfeld selber ist mir direkt nichts weiter bekannt. Deswegen fand ich es schön, hier mal ein erstes konkretes Beispiel zu sehen. In der Fragesession hier taucht auch auf, eine beispielhafte Verknüpfung wird hier noch aufgezeigt, aber das ist keine Frage. Das markiere ich mal einfach als beantwortet, weil das ist keine Frage, so lass es mir tut. Gut, ich glaube, es gibt keine Fragen. Ich danke sehr für den Vortrag und viele Grüße nach Bamberg. No, gerne. Ja, Grüße zurück. Zurück an alle.